Herzlich willkommen zur Pressekonferenz bei den Iserlohn Roosters. Im Anschluss an unsere Partie gegen die Krefeld Pinguine begrüße ganz herzlich unsere Gäste aus Krefeld und beide Trainer. Zu meiner Rechten Franz Fritzmeier von den Krefeld Pinguinen und zu meiner Linken Jari Pasan, Coach der Roosters. Und ich darf zunächst Franz um sein Statement bitten. Ja, guten Abend erstmal und natürlich gratuliere an Jari und der Roosters für den Sieg. Ansonsten ist es kurz analysiert. Wir haben sehr viel investiert, ja, alles versucht, hatten sehr, sehr viele Möglichkeiten, Tor zu schießen, haben es nicht getan. Iserlohn hat ihre Chancen eiskalt genutzt, damit verdient gewonnen. Danke. Vielen Dank, Franz. Gibt es Fragen an den Coach der Pinguine? Dann, Jari, dein Thema bitte. Ja, hallo zusammen. Erstens, sicherlich für uns war wichtig jetzt die Punkte, egal wie das zustande gekommen ist. Zweitens, die Leute, die Tore geschossen haben, die haben das richtig gebraucht für ihre eigene Motivation, weiterhin top zu arbeiten, weil Torjäger, Stürmer brauchen Tore. Marco Friedrich, sein erstes Tor, sehr schönes Tor. Sicherlich Matt Halicak hat sein Tor auch gebraucht. Luis Caporusso. So, es waren richtige Leute, die dann die Tore geschossen haben. Das erste Tor sicherlich war ein bisschen glücklich aus dem Gewühl und dann direkt geschossen. Und das hat sicherlich für uns ein bisschen Sicherheit gebracht. Krefeld war im ersten Drittel besser und haben sicherlich viel investiert, hat man gesehen. Sehr energisch, sehr gut zu Fuß unterwegs. Haben uns oft unter Druck gesetzt. Chet Bigard wieder mal ein gutes Spiel. Und hat sicherlich mehrere Situationen im ersten Drittel gehabt, wo er dann parieren müsste und hat er getan, uns im Spiel gehalten. Und dann ich hatte das Gefühl, dann im letzten Drittel, beide Mannschaften waren nicht mehr so gut unterwegs und war relativ passiv. Trotzdem hat Krefeld noch die Chance gehabt und Chet immer noch hat 60 Minuten gut gespielt. Das ein Tor, was Krefeld geschossen hat, das war ein NHL-Tor. In meinen Augen war good goal, sehr gut geschossen. Da war nicht viel Platz und deswegen kein Torwartfehler. Es ist so leicht zu sagen, kurze Ecke ist Torwart, aber das war ein brutaler Schuss und muss man damit leben. Gut, sonst auch gut taktisch. Im letzten Drittel haben die Jungs Tempo auch rausgenommen, Mittelzone zugemacht. Wir wollten auch Geschwindigkeit wegnehmen von Krefeld, das ist Großteil auch gelungen. Und natürlich mit ein paar Toren Vorsprung, es war dann nicht leicht, aber relativ gemütlich zu spielen. Und heute hatten wir ein bisschen Glück, was oft gefehlt hat. Und ich bin sehr glücklich für die Mannschaft, dass wir jetzt die 3 Punkte geholt haben. Dankeschön. Danke, Jari. Pasanen, gibt es Fragen an den Coach der Roosters? Tom Schäfer, bitte. Zum einen, Thema der Woche war Chancen kreieren, Tore schießen. Hatte 0 Tore-Wochenende, letztes Wochenende, heute 4 Tore. Wie befreiend wirkt das für dich, wie befreiend wirkt das für die Mannschaft, dass das Training dann auch effektiv Erfolg und auch in Tore umgemünzt wurde? Ja, es ist sicherlich ungewöhnlich, wenn man 2 Spiele relativ wenig klare Torschancen gehabt hat. Torschancen schon, klare Torschancen weniger. Manchmal kommen die Tore wie aus der Ketchupflasche, kannst du gar nicht erklären, manchmal kommen die nicht. Alle Torleute sind gut in der Liga, so leicht ist es nicht. Und gegen Wolfsburg haben wir eigentlich sehr viele Chancen gehabt, meiner Meinung nach. Aber manchmal ist es so. Und das ist abgehakt. Sicherlich haben wir jetzt Übungen gemacht unter der Woche, wo die Spieler, wo die Stürmer ein bisschen Selbstvertrauen kriegen konnten und haben viele Übungen, wo die dann Tore schießen üben konnten. Und ob das geholfen hat oder nicht, das weiß ich nicht. Aber manchmal ist es auch Glück. Krefeld hätte heute auch 2, 3, 4 Tore schießen können. Die Chancen waren da, aber ZPK hat sehr gut gehalten. Und für Tore schießen gehört auch Glück und Pech dazu. Die spielen immer eine Rolle. Und heute hatten wir ein bisschen Glück auch. Troy war krank, war schon heute früh so fraglich, ob er überhaupt spielt, aber er hat gesagt, er versucht es. Und 2 Drittel lang hat er durchgehalten, aber dann ging nicht mehr. Vielen Dank, Jari. Gibt es weitere Fragen an den Coach der Roosters?
Ansonsten darf ich mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit bedanken.